Zeughaus. Von den steirischen Landständen von 1642 bis 1645 erbaut, war das Zeughaus die wichtigste Waffenkammer im Südosten des Habsburgerreiches. Vom 15. bis ins 18. Jahrhundert waren die zur damaligen Zeit innerösterreichischen Länder Steiermark, Kärnten und Krain mit der Residenzstadt Graz durch ihre Lage wiederholt der Bedrohung von Einfällen osmanischer Truppen und ungarischer Rebellen ausgesetzt. Zum Schutz des Landes wurden in erster Linie Rüstungsstücke für einfache Fuß- und Reitsoldaten des 16. und 17. Jahrhunderts eingelagert, mit denen noch heute eine Armee von 5000 Mann ausgerüstet werden könnte. Weltweit einzigartig ist das Landeszeughaus aufgrund seiner authentischen Aufstellung, die im Wesentlichen seit dem 17. Jahrhundert nicht verändert wurde.